Hallo und herzlich willkommen wieder erneut hier zurück zum nächsten Part mit Mass Effect Andromeda. So, uns fehlt jetzt unter anderem Tetschi, den wir unterstützen sollen. Der ist irgendwo da hinten. Als auch medizinisches Vorratslager nachfüllen. Haltung hat ein kritisches Niveau erreicht. Bringen Sie sich bitte in Sicherheit. Ja, das ist ratsam. Dann können wir auch gerade noch mal ein bisschen Resupply anfordern. Es geht nicht anders. Ich bin ja gleich schon wieder weg. Diese dämliche Kälte nagt an den Lebenserhaltungssystem. Ich muss unbedingt das Ding da hinten platt machen. Ich vermute unter der Kuppel nämlich das Gewölbe. Und ich habe eben ja noch eine Quest bekommen, bei dem ich die Obelisken freimachen soll. Wo sind diese eigentlich? Sind die hier, ne? Ne, das ist Mineralien-Scan. Ich habe eben noch eine Quest bekommen, aber das sind die drei. Ja, oder das Ding ist irgendwo hier. Ne, warte. Na, doch. Sagen, sie könnten alles besorgen. Na, wenn sie... Sie nähern sich dem Nahpunkt der Ruhmsucher. Die Catch-Station ist nicht weit entfernt. Schade, jetzt habe ich leider das Gespräch abgebrochen. Tut mir leid. Ich dachte nicht, dass das jetzt passiert. Korrekt, aber hier drin. Mal sehen, wie ihr hier bestreckt habt. Sesam, öffne dich. Der Koloss stellt gerade ein bisschen fest, habe ich das Gefühl. Das ist ja easy peasy.
So wie dazu. Oh, er liegt da aber nicht. Ist er vielleicht einfach nur abgehauen? Gesamte Informationen diesbezüglich sind jetzt einfach verschwunden. Samt Nachtfunk. Ach, guck mal. Ich kann das nicht. Es ist einfach unmöglich, diese Station einzunehmen. Sind Sie Tesh? Uah, ich hatte Sie gar nicht gesehen. Ja, ich bin Tesh. Wie haben Sie mich gefunden? Moment, es waren Kolf und die anderen, richtig? Bei den Sternen. Erzählen Sie ihnen nicht, dass Sie mich so vorgefunden haben. Ich hatte nicht mit so vielen Sicherheitsmaßnahmen gerechnet. Und je länger ich hier sitze, desto mehr zweifle ich an allem. Sie sind einfach nur vernünftig. Sie erkennen die Realität dessen, was Sie hier tun. Zweifel und Mutlosigkeit verhindern eine gesegnete Wiedergeburt. Man vergisst sein vorheriges Leben. Und wenn man sich nicht erinnert, ist man genau wie jeder andere. Da wäre es besser, erst gar nicht zu sterben. Was für eine Erkenntnis. Sehen Sie, je mehr ich darüber nachdenke, desto schlimmer werden meine Gedanken. Ich habe Erfahrung mit dem Cat. Ich könnte Ihnen hierbei helfen, falls das eine Hilfe wäre. Würden Sie das wirklich tun? Ich glaube, gemeinsam könnten wir diese Station tatsächlich zerstören. Und ob ich nun überlebe oder sterbe, ich würde zumindest nicht scheitern. So, gesagt, getan. Oh, ich lebe noch. Und ganz ehrlich, ich bin froh darüber. Man kann auch stärker werden, indem man überlebt und dazulernt. Außerdem bin ich noch niemandem begegnet, der eine gesegnete Wiedergeburt hat. Sorry. Ich kann Ihnen nicht sagen, was Sie tun sollen, aber vielleicht kann Ihnen ja Roshwa Lin helfen. Manchmal lebt man sich eben auseinander. Schön, den konnten wir helfen. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. So, als nächstes kommt dann. Das mit den medizinischen Vorräten deponieren ist nur noch da unten das. Und unten drunter Mineralien scannen. Dann holen wir uns aber auch noch hier den Schnellreisepunkt. Irgendwo da oben ist. Okay. Wo muss ich da hochfahren? Nicht hochfahren, Schlucht muss ich. Durch die Schlucht. Ist Sid Ihre einzige Schwester, Vetra? Soweit ich weiß schon. Unsere Familien sind alle sehr groß. Man fühlt sich stark, wenn man von seiner Familie umgeben ist. Sie ist wie eine Mauer. Viele Steine, die gemeinsam ein Bollwerk bilden. Mit nur zwei Steinen kann man keine Mauer bauen. Nein, aber man kann jemandem den Kopf zwischen zwei Steinen zerquetschen. Mir gefällt, wie Sie denken. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Warum auch immer der so weit abgelegen ist. Da gibt es keine Quest, nichts. Einfach nur nichts. In der Region sind Abortzonen verfügbar, Pathfinder.
Ich habe sie ihrem NAV-System hinzugefügt. Ah, doch ein paar Kettposten. In dem Lager dort vorne halten sich Kettlebensformen auf. Gehen wir an! Da drin müssen aktive Relikte sein. Das sollten wir uns ansehen. Laut Handbuch ist der Nomad für jegliche Wetterbedingungen geeignet. Aber er wurde natürlich nur in der Milchstraße getestet. Hm. Beide ausreuten, würde ich behaupten. Gehen wir mal mit den Leichen. Niveau erreicht. Bringen Sie sich bitte in Sicherheit. Alle erwischt. Oh. Lebenserhaltung fällt aus. Bringen Sie sich unverzüglich in Sicherheit. Knapper geht's hier beinahe. Warum ist das denn hier so heftig? Oh, Gefahrenzone 2. Deshalb. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Sollten hier vielleicht dann doch noch nicht sein. Also aus der Gefahrenstufe 2 halte ich mich mal noch raus. Das ist gefährlich, da drin zu kämpfen. Vor allem, da ich für die Kämpfe ja etwas länger brauche. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Lebenserhaltung ist stabil. Da geht's weit runter, Ryder. Nur die Ruhe, alles im Griff. Ich habe Volt immer gemocht. Unwirklich, aber schön. Die Außentemperatur ist im freien Fall. So nah beim Feind ist diese Station. Ich hoffe, die Angara wissen, dass wir nicht wie die Ketzer. Ich hätte sie nur ungern zum Fall. Alle erwischt! Ein geschlossen Zünden. Ja. Zünden ist es ja kein Problem, aber ich könnte draußen erstmal nicht mehr Kälte noch leben. Also die genetische Modifikation ist schon heftig. Die ist denen erlaubt. Ein undokumentiertes Mineral wurde entdeckt, Pathfinder. Oh yeah. Wir kommen zu spät. Mist. So, das Lager wäre wieder aufgefüllt. Die medizinischen Notfalllager sind wieder aufgefüllt. Das sind großartige Neuigkeiten. Kommen Sie mal wieder vorbei, wenn Sie Zeit haben. Wir haben gerade neue Vorräte erhalten und ich hätte da etwas, das Sie vermutlich äußerst nützlich finden werden. Okay, mache ich. Diese Aussetzer, ich bin... Also es wäre schön, wenn sie demnächst mal einen Patch rausbringen könnten. Der den behebt. Stört nämlich schon. Ganz schön arg. So, wir sind jetzt hier schon die Cat-Basis auskundschaften. Da wir da sind, machen wir's. Die Position. Feinde. Feinde.
Achtung, Granate! Nicht so wild! Netter Schuss! Baxel, ich bin am Eingang zur Basis. Haben Sie den Code für die Schilde entschlüsselt? Ja, und zwar keine Sekunde zu früh. Übertragung an Sie läuft. Mögen die Sterne für Sie strahlen, Pathfinder. Na dann, Dankeschön. Genau, und mit dem Radmenü könnten wir so Spezialtech aktivieren. Ich würde sagen, rein gehen wir aber im nächsten Part. Dankeschön fürs Zuschauen, bis dahin, sayonara.